Okay, was auch immer das jetzt bringen soll. Vielleicht können wir jetzt erstmal nach Schmiller Schwarzmarkt, zum Schmiller Schwarzmarkt, und dort mal ins Geschäft rein. Da kriegen wir vielleicht auch noch die letzten Zutaten für unser Blitzableiter-Experiment. So, Turmverstoße, Napf. Dafür ist es doch da. Komm, jo, schau mal, was ich hier Feines habe. Ja. Und jetzt Klappe auf. Gleich wird sich zeigen, warum der Napf draußen steht, obwohl die Katze drinnen eingesperrt ist. Sie kann ja nicht gleichzeitig drinnen und auch nicht drinnen sein. Es sei denn natürlich, es handelt sich um eine Schrödinger-Katze. Schrödingers Katze. Quantenmechanische Zombies. Nicht wirklich tot, nicht wirklich am Leben. Entdeckung, Goal! Was? Ich habe soeben die unbändige Kraft des Wellenteilchendualismus entfesselt. Was ist denn los? Ich Okay. verstehe gar nichts mehr. Ich habe soeben das größte Rätsel der Quantenphysik gelöst. Es gibt eine Katzenklappe. Aha. Ich bin zwar genauso gelenkig wie eine Katze, aber leider auch so muskulös wie ein Löwe. Mit meinen breiten Schultern würde ich niemals durch diese schmale Klappe passen. Und du? Ist die Katze draußen? Was sagt man da? Nah dran. 9 Leben und 0 Manieren. Tja, also. Ich probier mal, sie aufzustoßen. Die Tür war fest verschlossen. Aber die Katze, aber die Tür, aber die. Planschbecken mit Katzen Sie und ist bereits Kattentür. offen. Tja, also. Sie ist bereits offen. Wir müssen in den Gadget Shop. Aber wie kommen wir in den Gadget Shop? Durch die Katzenklappe wollen wir nicht Eine durch. Katzenklappe, wie vorhergesehen. Ja, ich bin zwar genauso, aber leider mit meinem. Sagtest du. Tja, die Tür ist immer noch fest verschlossen. Ich probier mal. Die Tür. Ich Woran probier mal. liegt's? Habe ich hier was übersehen, Tür ist bereits offen. Die Klappe, aber nicht die Tür. Die Katze hat vielleicht gleich aufgegessen. Ich glaube zwar nicht dran, aber. Ja, eine Katzenklappe. Bin ich komplett Sie ist bescheuert bereits oder? offen. Ja, Angler. Ich glaube nicht, dass der uns weiterhelfen wird. Na du? Verschwinde, ich will endlich weiter angeln. Na los, angel weiter, du Feigling. Erst wenn Das du bringt verschwindest. nichts. Das ist mir zu blöd. Ich verschwinde. Das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Tja, irgendwas anderes, was wir hier benutzen können. Tja, die da, die da. Gadget Shop. Goal Angler. Ich probier mal, sie aufzustoßen. Die Tür war fest verschlossen. Wir müssen da rein. Tja. Hey, Versteckt Goal Goal, in den alles gut Plan. bei dir? Tja, ein Drittel meines Bewusstseins hat die Flucht ergriffen. Der Organon besetzt den schwimmenden Schwarzmarkt. Und wenn wir nicht bald etwas unternehmen, sprengt Ulysses uns den Planeten unter den Füßen weg. Ich hab dir doch gesagt, dass es lustig wird. Und ich dachte, du wolltest nur angeben. Hast du durch diese Katzenklappe? Du bist wohl zu fett, was?
Das sind alles Muskeln. Willst du mal anfassen? Nein, danke. Ich will mich nicht mit Schwabbelitis anstecken. Er schwabbelt doch nichts. Das Licht ist nur ungünstig. Geh mal einen Schritt zur Seite, Baba. Ich zeig dir jetzt, wie das aussehen muss. Aha. Jetzt geht's durch die Katzenklappe, oder was? Interessant. Krawallgol, lässt uns rein. Sehr großartig. Krawallgol hat uns reingelassen. Und? Beeindruckt? Ich weiß nicht. Kannst du das nochmal machen? Ich war wohl gerade etwas abgelenkt. Vergiss es. Weiter geht's. Ich hoffe... Vielleicht können wir ja jetzt... Jetzt ist doch die Tür offen. Jetzt müssten wir da... Torpedo-Ausrüstung, die müssen wir zurückbekommen. Die Tür ist offen. Was? Haben wir noch den... Ne, den goldenen Drachen der Unsichtbarkeit haben wir nicht mehr. Bananenkrümmer. Hehe, sauber. Das war jetzt aber wirklich das letzte Mal, dass ich Mutter Natur dabei helfe, ihre Designschwächen auszubügeln. Lotto spielt nichts mit Glück zu tun. Man braucht nur ein unfehlbares System. Tja. Der Lottomat scheint mein System nicht zu verstehen. Tja. Eine gerade Banane. Vielleicht. Dafür brauche ich keine weiteren Hilfsmittel. Ich brauche lediglich meinen Zeigefinger und mein unfehlbares System. Aha. Und wo nimmst du ein unfehlbares System her? Tja. Mit diesem Gerät lassen sich ausschließlich Bananen entkrümmen, was ja bereits nützlich genug ist. Ja, gut. Hallo, aufwachen! Einmal mit ihm reden. Die Robopokalypse hat begonnen und alle warten auf dich. Nichts. Das Einzige, was bei ihm noch aktiv ist, ist dieser kleine Scanner dort. Wofür der wohl da ist? Vielleicht können wir den irgendwie... Banane. Hallo, aufwachen! Ich habe hier etwas, das dich interessieren könnte. Nichts. Sender. Hallo, aufwachen! Ich habe hier etwas, das dich interessieren könnte. Nichts. Tja, Bananenschreddung. Ich würde diesen Schredder ja schon gerne ausprobieren. Das heißt aber noch lange nicht, dass es in den Schredder gehört. Tja. Da ist nix, da ist nix. Können wir nix machen. Hallo, aufwachen! Die Robopokalypse hat begonnen und alle warten auf dich. Nichts. Was? Ja, gut. Die Torpedo-Ausrüstung. Die ist. Die, ja, das müsste ja nicht sein, oder? Tja, vielleicht kennt der Angler da doch die Lottozahlen. Na du? Verschwinde, ich will endlich weiter angeln. Wir brauchen die Lottozahlen beim Lottomat und dann... Ach du Schande, müssen wir nochmal zum Seher oder was? Das ist mir zu blöd. Das glaube ich. Ach du... Schande. Zurück zum Hellseher oder was? Zum Seher. Okay, du. Baby Goal! So, Baby Goal, lassen wir jetzt da reingehen. Hey, Goal! Alles gut bei dir? Und wie? Ist es nicht wunderschön hier? Kommst du mit zum Vasa? Er wohnt in... Tja... Lottozahlen.
sollte eben nie zu enge Unterhosen tragen. Zum Glück gibt es Pillen, die... Oh, da kommt er. Tja, wir müssen hier wahrscheinlich irgendwas hier mit Lottozahlen. Wie war das gleich mit unserem Reich? Oh, ihr werdet reich. Reich an Erfahrung. Vorausgesetzt, ihr überlebt das alles hier. Was kann man sich mehr wünschen? Ein Hinweis auf die Lottozahlen vielleicht. Mehr verrät die Kugel aber nicht. Das ist doch alles für dich. Vielleicht, wenn wir jetzt mit Goal, mit der anderen, mit der Kalle Goal. Also jetzt haben wir Zeit, Fernbedienung. Das mit dem Reichtum, das ist auf jeden Fall das Richtige zu den Lottozahlen. Oh, nicht doch schon wieder! Dieses Mal wird es besser, versprochen. Also und was? Und hier kommt schon die neue Frage. Reichtum. Wie war das gleich mit unserem Reichtum? Oh, ihr werdet reich. Reich an Erfahrung. Vorausgesetzt, ihr überlebt das alles hier. Das ist doch Humbug. Lass uns hier abhauen. Einen Moment noch. Wie war das gleich mit unserem Reichtum? Ich hab grad nicht zugehört. Oh, ihr werdet reich. Voraus. Aber was? Also langsam macht der Typ mich echt wahnsinnig. Darf ich meine Ja, aber... Was? Reichtum. Verrät uns nix. Vielleicht müssen das wir... Das ist doch alles mein... Jetzt Baby Gold doch die richtige. Hört mich aber... Ach, verdammt. So, hier kommen wir auch nicht voran. Tja. Sie ist lässig. Sie passt zu mir. Sie ist... Sie passt... Quatsch. Babygoal. Mit der müssen wir da rein. Vielleicht können wir mit Babygoal da was erreichen. Und die andere Goal, die lässt sich ja... Die ist ja relativ schnell wieder raus. Hey, Goal! Alles gut bei dir? Und wie? Ist es nicht wunderschön hier? Kommst du mit zum Tja. Oh, da kommt er. Gemeinsam Zukunft zusammenkommen, Gesundheit, Lebensarm und Reichtum. Wie war das? Reichtum ist das. Oh, ihr werdet reich. Reich voraus. Was halt kann man sich mehr wünschen? Ein Hinweis auf die Lottozahlen vielleicht. Oh. Mehr verrät die Kugel. Ach, verdammt. Hinweis auf die Lottozahlen. Das ist doch alles Reibach. Du hältst die Kugel falsch rum. Hier. Rammelfatzel. So. Und Goal. Oh, nicht. Dieses Mal wird... Und hier kommt schon die neue Frage. Die neue Frage. Wie war das gleich mit unserer Gesundheit? Ich muss euch... Das ist doch Humbug. Lass uns hier ab... Einen Moment noch. Wie war das gleich? Ich weiß auch. Die Kugel... Das passiert... Also langsam macht der Typ... Darf ich meine Klappe... Ja, aber... Ihr wartet noch einen Augenblick. Wie war Reichtum. Das gleich? Vielleicht jetzt. Oh, ihr werdet reich. Reich an Erfahrung. Vorausgesetzt, ihr überlebt das alles hier. Das reicht. Das Maß ist endgültig voll. Oh wei. Ah! Na, was ist jetzt? Wir wollen die Lottozahlen hören. Die Lottozahlen. Dann zeige ich dir gleich mal, was man alles aus Eingeweiden lesen kann.
Gold rührt die Lottozahlen aus ihm heraus. Doch. Ich habe noch nicht alles gesagt. Die Kugel verrät mir die Zahlen zwar nicht, aber sie sagt, sie stehen in den Sternen. Das hilft euch sicher weiter. Bitte nicht schlagen. Wenn sich dein Tipp nicht auszahlt, nicht dann wirst du bald Sterne sehen. Das verspreche ich dir. Ich hab das doch schon gewusst. Errungenschaft freigeschaltet, eine Bund fürs Leben. Ja. Nordpol. In den Sternen.